Um mit dem Echelon von Level 8 auf Level 9 zu kommen, müssen wir 50 Gegner heimlich töten, 5x 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten, 4x 5 Gegner mit einer Handfeuerwaffe, also einer Pistole, töten ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln und 3x 5 Gegner töten ohne entdeckt zu werden. Nummer 3 und 4 vielleicht sogar mehr oder weniger alles können wir miteinander kombinieren, wenn wir klug vorgehen. Du hörst es vielleicht, oder ganz bestimmt, ich habe jetzt mal wieder mein anderes Mikrofon angeschlossen, das ich mir vor einem halben Jahr extra gekauft hatte, aber hier in meiner Wohnung noch nicht angeschlossen hatte. Das hatte ich mir damals gekauft, um im Laptop bei meiner Ex-Freundin korrekt aufnehmen zu können. Aber jetzt bin ich ja wieder zu Hause und da dachte ich, ja, ich mache das weiter mit meinem Rode NT1A, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie nicht mehr so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig eingestellt alles. Hat lang genug gedauert. Ich werde da auch immer mal wieder ein bisschen nachjustieren. Ich werde mir auch einen Schwenkarm holen für das Mikrofon, denn ich habe das jetzt hier auf so eine Luftpolsterfolie gestellt und da Taschentücher reingemacht, weil wenn ich das nicht habe, dann rumst es sehr. Wenn ich hier unten hört man direkt, wenn ich auf den Ständer vom Mikrofon klopfe oder auch auf den Tisch, und es überträgt halt den Schall extrem, wenn es halt direkt auf dem Tisch steht. Bei meiner Ex damals hatte ich es auf 2 Tempopäckchen stehen gehabt. Ah, hier ist es. So, also auf jeden Fall Handfeuerwaffe. Aus dem Wasser raus schießen können wir leider nicht. Kommen wir hier hoch? Natürlich nicht. Abtauchen. Da kommen wir aber hoch, oder? Ja. Handfeuerwaffe. Einmal nachladen. Gut. Dann mal noch kurz im Feindgebiet checken, wie viel Munition. Die fast 10. Okay. Was, wir könnten damit 2x5 Gegner erledigen. Da haben wir einen da, einen da. Ich gehe da total unvorbereitet rein. Ich habe nicht mal einen Laser auf der Waffe. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. So, einmal hier. Vorsicht, geh weg, Mann! Es nähern sich Feinde! Denken, dass wir entkommen sind. Hat das jetzt als entdeckt gezählt, oder? Eigentlich müsste es. So lange her, dass ich ein Mikrofon vor mir stehen hatte. Normalerweise. Das Rode hängt halt am Schwenkarm. Aber der Schwenkarm passt halt leider nicht zu dem Yeti. Zu dem Blue Yeti X. Gutes Ding, Ghost Lead. Nummer 2. 3. Okay, der eine, der hat uns entdeckt, deswegen hat der tatsächlich nicht als heimlich gezählt. Sehr intelligent, direkt vor der Öffnung hochzuklettern. Fury, könnt mal wieder ihr Magic machen. Moment, die kann ich doch auch. Moin, Vasili. Eins ist kein Angriff. Shit! Das war's. Vasili hat ihn einfach weggeknallt. Vasili ist ein Held. Vasili ist einfach ein fucking Held.
Gut, er hat ohne Schalldämpfer geschossen, wenn ich das richtig gehört habe, aber wen kümmert's? Oben war ein Scharfschütze gewesen, ne? Oder? Ah ne, da drüben. Den kriegen wir nicht, ne? Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. Nur zur Sicherheit. Bin schussbereit. War noch einer? Aber den könnten wir kriegen, vielleicht. Oder? Dann gebe ich das Gefühl, ich zoome ran, aber ist es weiter weg? Oder? Der Turm geht weiter weg. Das Dach kommt näher, das auf dem wir liegen. Aber der Turm geht weiter weg. Wenn ich. Was ist das denn für eine Logik hier? Keine Ahnung. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Zielt auf den Raketenschützen. Hm, habe ich gar nicht als Command, okay. Feuer auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Ich habe meine ganzen Commands vergessen. Minigunner und so habe ich, aber. So. Gut geschossen. So, was haben wir hier? Gut, aber ich muss jetzt einmal nachladen, denn die Waffe ist gleich leer. Aber wer hat denn mitgekriegt, dass der Scharfschütze tot ist? Und den da oben hat keiner mitgekriegt? Und da unten? Ach, hä, wo kommt er? Da waren zwei Scharfschützen? Ziel auf den Scharfschützen. Bewege mich zum Ziel. Bereit, Ghost Lead. Feuer frei. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut. Solide so. Arbeit. So. Oh, sehr gut, Fury. Drei Gegner noch? Ehrlich, ist das alles? Oh, Fallschirmsprung vom Dach. Hui. Hinten einer und da zwei. Ne, den kriege ich nicht. Ich laufe hier rum wie der letzte Dilettant. So. Zielperson versucht zu fliehen. Da sind doch noch ein paar mehr. Oh Scheiße, ist zu spät gedrückt. Hä, von wo? Ich hab viel zu spät. Meine Reaktionszeit ist einfach total für den Arsch. Macht Pling und ich ziel halt einfach erst 5 Sekunden später. Info-Dude. Okay, ich weiß, sie sind hier und ich werde sie finden. Weißt du das? Solides Ding, Ghost Lead. Die Musik hat ein bisschen was von Doom. Also stimmt schon, Generator hat er aktiviert. Ach, was freue ich mich schon drauf auf Level 10. Da kann ich endlich wieder mit meinem anderen Charakter spielen. Scheiße, wo ist da noch ein Raketenwerfer? Da hinten! Nein, der Heli, den wollte ich... Scheiße, den wollte ich mir eigentlich snacken, den Heli. Meine Fresse.
Man merkt, dass ich schon seit der letzten Aufnahme, die schon ein bisschen her ist, ich hatte beim letzten Mal für 3 Wochen vorproduziert, nicht mehr gespielt, also seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Oder seit genau einem Monat? Irgendwas in dem Dreh. Der Wahnsinn. Ich fühle mich hier irgendwie so fremd. Wow, ich hab's mal geschafft. Ah, Vasili hat sein Durchschlagsgeschoss frei. Oh mein Gott. Warum laufe ich eigentlich immer noch mit der Pistole darum? Au. Moin. Nee. Ah ja, das, ich sag ja wie der letzte Dilettant. Ich musste erst noch mal reinkommen. War tatsächlich sogar eine sehr, sehr spontane Entscheidung, jetzt aufzunehmen. Ich hatte gerade einfach Bock und dann habe ich gedacht, komm. Los geht's. Mikrofon habe ich ja gestern eingestellt extra. Über, glaube ich, eine halbe Stunde, Stunde. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, wieder da. Können wir eigentlich woanders hin? Ich habe halt mit dem Charakter so gut wie nichts freigeschaltet einfach. Hey, hey, hey. Da unten könnten wir noch hin. Hafen von Finnburg. Da müssen wir wenigstens nicht schwimmen. So. Ab geht's. Ich glaube, ich muss das Mikrofon ein bisschen wegdrehen oder so. Ich weiß es nicht. Ist halt so ungewohnt, dass das Ding so direkt vor mir steht und ich habe halt keinen Popschutz. Ich will da jetzt nicht so unbedingt so direkt reinatmen oder so. Aber das werden wir über die nächsten Folgen, werden wir das alles irgendwie ausfinden, wie wir das hinkriegen, richtig. Dass das dich flutscht. Ach, der Hafen ist das. Okay. Aufpassen, das sind welche in der Nähe. Einer in meiner Einheit fing an, Sachen zu machen. Und der Hafen, der hat uns ja letztes Mal ganz gute Dienste erwiesen. Oder ist das Ding hier deaktivieren? So. Irgendwie habe ich das Gefühl, manche Sachen gehen einfach weiter weg. Phänomenal. So. Scanne das Einsatzgebiet. Ja, mach mal. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Keine Bewegung zu sehen. 2. Ja. 5. So. Ich lade nach. 1. Richtig gut. Nein, was wollen Sie? Tun Sie da? Ich werfe Stühle um. Und Sie? Der das. Kacke. Die warten nur auf uns. Ja, wir sind aber noch nicht entdeckt. Glaube ich. Aufwachen, ihr Penner, da kommen welche. Ist da noch einer? Bestätige. Wenn ihr was seht, sofort abdrücken. Ich dachte, das ist ein Zivilist. Runter, da kommt eine Rakete. Hä, warum? Kampfdrohne unterwegs.
Wir sind doch nicht mal... Warum? Hä? Was? Das ist ein Bug, oder? Vorsicht, Mörserbeschuss! Alter, was soll das? Wir waren nicht mal in... Also, wir haben doch nur eine Leiche gesehen. Mehr nicht? Was? Hä? Check ich nicht. Es ist Bugpoint. Teamkameraden können auch nicht entdeckt werden, solange wir denen keine Befehle geben. Ich bleibe einfach hier drin, warte, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Alle Tische kaputt, alles zerstört. Keine IKEA-Qualität hier. Wenn wir entdeckt worden wären, dann hätte es dieses Pling gemacht. Er zählt tatsächlich nicht. Das war ein Querschläger. Hat jemand durchgeschossen hier? Habt ihr auch gesehen, oder? Diesen Trail. Diese Kugelspur. Keine Ahnung, was hier los ist. Keine Ahnung, was. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich kann gar nichts. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sehr gut gemacht. Wo ist denn dieser verfluchte Raketenschütze? Steht da ein Heli? Ah ja, aber ohne Waffen leider. Ich heize mit einem. Ein Sniper zielt auf uns. Ja, wo ist. Au! Da Moment, ganz. Oh mein Gott, ja. Ja, ja. Aber jetzt leckt's auch noch, oder was? Also ich habe hier gerade ganz komische Sachen hier. Ich flieg einfach weg jetzt. Egal, Kameraden können sich hinbeamen. Vorausgesetzt. Warum kann ich nicht den Sitz... Warum kann ich nicht... Irgendwie, die Steuerung ist irgendwie auch ein bisschen geändert. Das mag vielleicht an der Zurücksetzung vom Spielstand liegen. Ah, hier. Auto. Ja, hier, Sitz wechseln. Auf C? Komisch. Ganz, ganz komische Sachen sind hier passiert. Nie auf C. Vielleicht standardmäßig C, aber oh mein Gott. Das machen wir anders. Kamikaze! Und jetzt. Oh, und jetzt backt die Leertaste wieder. Genau, nice. Ach, wie nervig. Komm, dann belebt mich wieder, damit ich mich nochmal töten kann. Hält der mir den Mund zu? Hat der mir den Mund zugehalten und mir eine Spritze in den Hals gerammt? So. Meine Güte. Das war nicht spaßig. So, wir sind immer noch hier. Da will ich aber tatsächlich gar nicht mehr hin. Wo wollen wir denn mal hin? Wo waren wir denn hier mit dem Charakter noch nicht? Die Andersons Farm, da waren wir auch schon. Da waren wir eben. Das war aber eigentlich ganz... Ja, wobei... Da will ich hin. Heli klauen und hingehen. Fertig. Oh. Hallo, Mr. Modest Pelican. Die haben uns ganz vorsichtig Feinde in der Nähe. Was? Die haben uns ganz vorsichtig Feinde in der Nähe? Hä? Heute komme ich gar nicht drauf klar. Kommt denn die Wasserflasche plötzlich her? Kommt man doch normal am Gürtel.
als auf den Geschützturm. So. Jetzt den Heli und dann sind wir weg. Warten wir auf die Kameraden oder... Nee, wir fliegen einfach weg, ne? Tschüsschen. Irgendwie weiter, als es ausgesehen hat. Gehen wir dahin. Ja, wir gehen dahin. So, ich versuche. Wir sollten jetzt echt die Leine ziehen. Ja, ja, chill. Nicht runter durch, ja, Gott sei Dank. So, noch 24 heimlich. Und noch ein paar von den anderen Aufgaben. So, aber diesmal. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an vorher. Wir haben kaum Gegner hier. Laufen zwei rum. Augen auf. Wir haben Gesellschaft. Aber nicht viel. Nicht viel Gesellschaft. Da ist einer. Hab ich mir ja echt zwei den am schlechtesten bewachten Punkt ausgesucht hier. Oh gut. Der Scharfschütze? Der hat was gesagt vom Scharfschütze. Also gut, der eine hier, ne? Aber sonst ist da keiner, ne? Tja, dann. Kampf gilt nicht, ne? Alles Handfeuerwaffen, ne? Aber töten, ja. Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3. Das ist bestimmt nützlich. Nummer 4. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. 5. Nachladen. Eins. Gutes Ding, Ghost Lead. Zwei hintereinander. Zeit ist vorbei. Und drei. Ich habe was gehört. Eins, zwei, drei. Nee, die lasse ich. Mann, diese autonomen Schützturme haben mich schon öfter den Arsch gerettet. Also jemand könnte reinschlüpfen und sie einfach übernehmen? Scheiße. Vielleicht lasse ich sie auch nicht. So.
Ist da jemand? Jetzt kann ich auch wieder auf meine andere Waffe wechseln. Komm, gib nicht so an. So. Sehr schön. Noch dreimal drei Gegner in weniger als 3 Sekunden. Und generell noch 11 auf Yuri. Ich mach's gleich. Ja, mach mal. Alles klar. Was haben wir denn hier? Sind ein paar zusammen. Das Ganze zeigt einen Haufen Feinde. Ja, da ist noch. 1, 2, 3. So. Hinten die 3. Ich sitze im. Was ist das für ein Busch? Rosen nicht, ne? Seid wachsam, es ist eingedrungen. Guter Schuss. Tickt zu langsam. Schön, dass die alle zu mir kommen. Aber. Ja, genau, Fury. Perfekt. Ich hole mir da hinten die 3. 1, 3. So, noch einmal 3. Vorsicht, die wissen, dann haben wir's. Ups. Und 2. Wo ist der dritte? Fury, wir brauchen einen Scan. Da. Komm raus, Feigling. So, damit haben wir die alle. Und ich darf jetzt keinen mehr töten. Ich darf keinen mehr töten. Ja, wir sind auf jeden Fall auf Level 9. Ich darf keinen mehr töten. Ich muss sterben. Sterben.